freue mich, dass wir heute die Möglichkeiten hatten, die polnische Premierministerin und ich hier einen Rundgang über die Hannover Messe zu unternehmen. Und was wir gesehen haben, sind eine Vielzahl deutsch-polnischer Kooperationen und vor allen Dingen auch eine Vielzahl neuer technologischer Entwicklungen. Wir haben jetzt, glaube ich, alle Sorten von Robotern, Sensoren und virtuellen Installationen von Unternehmen gesehen, und man merkt, dass Industrie 4.0 nicht nur ein Projekt ist, sondern dass es realisiert wird und in kompakten Lösungen jetzt auch angeboten wird. Ich freue mich natürlich, dass viele mittelständische Unternehmen aus Deutschland den Sprung in die neue industrielle Welt unternommen haben und hier auch sehr innovative Lösungen anbieten. Und die Vielzahl der Projekte, in denen es auch polnische, deutsche Kooperationen gibt, ermutigt mich, dass wir unsere gemeinsame wirtschaftliche Entwicklung auch in Kombination mit Universitäten fortsetzen können. Und wir haben sehr viele junge Leute gesehen, die mit Interesse, mit Leidenschaft sich dieser neuen Entwicklung stellen. Und deshalb ist das, glaube ich, auch ein sehr guter Tag für die deutsch-polnische Kooperation.